Servus, ihr Leute. Da sind wir schon wieder mit, ja, neue bzw. schon angefangenen Let's Play, und zwar Pokémon Feuerrot. Wer die erste Party will, sollte zu Snowblind gehen. Link ist in der Videobeschreibung, und zwar mache mir ein, wie nennen wir es, Duo Let's Play. Oder so Switch Let's Play, dass ich ihm sein Save kriege und er kriegt mein Save, und jeweils auf einem anderen Kanal kommt dann die Folge. Und er hat schon angefangen, der erste Part ist hoch. Und ich bin jetzt dabei, ja, der zweite Part aufzunehmen. Jetzt bin ich mal am Gucken, was haben wir dann Schönes. Wir haben, oh Gott, er hatte Shiggy genommen. Ja, ist eigentlich okay, ich habe gerne Shiggy. Items haben wir schon, die Pokébälle, okay. Red Hazemach, unser Gegner ist Green oder Blue. Ich weiß jetzt nicht, wie er ihn genannt hat. Normalerweise ist es hier Green, also Gary. Ich will jetzt mal gucken, was für Wesen hat dann unser Shiggy. Unser Shiggy-Diggy. Es hat das Wesen Sacht. Eieiei, was tun Wesen Sacht nochmal verändern? Ich glaube, Wesen Sacht ist unveränderter Status. Naja, egal. Was wir machen müssen ist, wir müssen jetzt vom Nachbarkind, hat er mal jetzt gesagt, müssen wir uns die Karte abholen. Also von der da. Opa hatte schon mal einen Bodengang gebeten. Hier, das wird ja weiterhelfen. Red erhält eine Karte. Red packt Karte in die Basis-Item-Tasche. Dankeschön. Ich muss aber sofort was ändern. So kann ich das Spiel nicht spielen. Und zwar Texttempo müssen wir auf 3 machen. Motiv. Komm, was machen wir dann für ein Motiv? Was ist denn da? Das ist ein schönes Motiv. Ein schönes Motiv ist doch... Komm, das kennen wir los. Fertig. So. Also, Bodengang, schätze ich mal. Was war nochmal der Bodengang? Wir müssen jetzt, glaube ich, nur in die nächste Stadt und müssen dort was abgeben. Naja, gehen wir mal weiter. Wir werden jetzt so für ein paar... Gegner treffe, aber die werden wir wegschnitzeln. Und auf Ratzfratz werden wir treffen. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, was wir uns überhaupt holen. Bin ich noch am Evalier? Muss ich auch mit dem Herrn Snowblind absprechen. Wenn man das auch macht, dass man sich abspricht. Ich weiß es ja nicht genau. Ich hoffe, es hat jetzt keiner geklopft, aber schon kriege Ausraster. Das Spiel kommt mir aber trotzdem immer noch ein bisschen laut vor. Naja, ich mache später eine Aufnahme her. Dann muss ich meine Stimme einfach ein bisschen höher setzen. Einfach aus dem Grund, ich nehme mit... also ich nehme ganz normal mit Bandicam auf. Und ich tue jetzt mit Camtasia rendern. Heißt, ihr werdet noch so Delay drumherum sehen, wenn man das so nennt. Oder so ein Banner oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall werden da was drumherum sehen. Und ihr werdet auch schon denken, was? Also, Fahraufhänger von mich, wenn ich denke, was? Schonste ist das Ding eigentlich schnell geregelt. Muss ich jetzt mal gucken, wie schaut's denn aus? Sitzt leider oben noch der alte Sack rum. Nee. Nun, jetzt hatte ich meinen Kaffee und das ist alles, was? What the fuck? Hoppala. Und das ist alles, was ich brauche, um loszulegen. Was ist das für eine rote Box? Ah, du arbeitest an einem Pokédex. Dann will ich dir einen Ratschlag geben. Der Pokédex wird mit jedem neuen gefangenen Pokémon aktualisiert. Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Ich soll es dir wohl besser zeigen. Nein, ich weiß es doch. Ich bin eine Suchti. Na, ist ja gut. Uiuiuiui. Schnarch, Schnarch und noch mehr Schnarch. Habe ich schon gesagt, dass ich das langweilig finde? Ich muss nur mit dem Werteherr absprechen, ob man eigentlich offscreen Level tun oder ob man irgendwie, ob man es anders da mache. So, das war doch perfekt. Das war doch perfekter Anschauungsunterricht, oder? Und hier, nimm dies auch noch. Einen Lehrkanal, denn den werde ich so gut wie gar nicht benutzen.
Falls es etwas gibt, das du nicht verstehst, dann schau da rein. Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Ja, ich hab's ein bisschen spastisch vorgelesen, aber okay. In der Stadt müssen wir nichts machen. Irgendwie vermisse ich die Rennboots, gibt's die doch noch nicht. Obwohl, der Bodegang müssen wir erledigen, dann müssen wir nochmal zurück zu Professor Eich und dann müssen wir, werden wir wahrscheinlich die Turbo-Trainer kriegen. Hoffe ich doch mal. War das nicht in dem Spiel so? Ich hoffe es doch. Ich weiß nicht, ich bin auch nicht mehr so der Hellste, was das Spiel angeht. Das war schon eine Weile her, wo ich das gezockt habe. Und ja, gehen wir mal weiter. So viel Veränderungen werden jetzt auch nicht drin sind. Es ist ein ziemlich altes Remake, also von Rot und Blau, also von daher. Nee. Aber was war jetzt nochmal der Bodegang? Warte mal ganz kurz. Beutel. Die Karte und der Leerkanal. Hat er uns nicht irgendwie noch ein Paket oder so überreicht? Soll ich nochmal zurücklaufen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach, wir müssen hier durch den Vertania-Wald. Eieiei. Und? Meine Freunde und ich wollten ja Käfer-Pokémon fangen. Unser Pokémon wollen kämpfen. Aha. Ich weiß gar nicht, war das in der alten Version oder so? Da geht es da drin auch noch, dass man sich da irgendwo in der Region Pikachu fangen kann. Und jetzt nichts gegen Pikachu, ja. Pikachu ist vor der Aufhörung ziemlich okay. Ich könnte jetzt vorspulen. Mein Finger zuckt immer in Richtung Vorspultaste, aber ich mach's nicht. Komm. Kokuna, das ist leicht. Ja, ist nicht leicht niedergemacht. Es tut sich ja aufleveln. Ja. Genau, Markus. Es tut sich ja Härte. Ach nee, da habe ich gebockt drauf. Komm, das ist unendlich Zeitverschwendung. Normalerweise würde ich jetzt vorspulen und würde dann... ja. Würde dementsprechend trainieren, aber naja, was soll's. Vielleicht sehen wir ja bei mir oder bei ihm das Trainingsvideo. Ich würde mich freuen, wenn man sowas machen würde. Ich muss mich echt nochmal mit dem Kerl unterhalten. Raupi. Soll ich mal Raupi fangen? Das wird später noch zu Smetbo. Und Smetbo kann ziemlich hilfreich wäre. Aber wenn er nichts anderes als auf Hardenschuss kann. Ey, meine Hase, ja. Tut mir leid, wenn er mich gerade trotz und schniefe her, aber... Ey, sag ich nur, ey. Das ist eklig. Ich krieg die Nase nicht mehr auf. Ach komm, tu doch jetzt nicht den Helm schlagen, mal ganz ehrlich, Kell. Liebst würde ich jetzt gerade ein bisschen vorspulen. Hab ich das schon gesagt? Ja? Gut, okay. Hopp auf. Ein Tegel. Und noch einen Tegel. Hopp auf. Ja, Fadenschuss, ich weiß. Hat er uns gerade Schade zugefügt? Ich glaube schon, oder? Ja, da hat uns Schade zugefügt. Soll ich noch immer sparken? Ja, komm, ich mag's noch immer. Ja, da hat uns Schade zugefügt. Und? Ah, Joch, warum machst du Volltreffer, Kerl? Mensch, buh. Das hätte ich gebraucht. Oh, that boy. Halt, da wollte ich ihn. Kerl, verdammt, mir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du solltest immer genug Pokébälle bei dir haben, ja. Hornlio wird später noch zu Bibor. Könnte das nützlich wäre? Als Vergiftungsschade vor der Aufhörung? Ja, komm. Kokuna, zu Kokuna wäre der A, aber wenn er Giftstachel und Tackle kann, ist die Sache geritzt. Schicke, was machst du noch, Mann, Kerl? Ey, da krieg ich die Krise, wenn ich sowas sehe, ne? Da krieg ich die Krise. Hallo? Ja?
Du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Eine Herausforderung von Käfersammler Baldur. Honio wird von Käfersammler Baldur in den Kampf gerufen. Ja, geschickt. Nicht gerufen, geschickt. Schicker schickt's, Alter. Fadenschuss, okay. Sehr interessant. Danke, dass du mich langsamer machst. Och komm. Ich bin doch schon langsam wie Sau. Ist doch gut, Kerl. Aber ne? Aber kriege ich die... Oh ne, bitte lass nicht vergiftet sind. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wenn ich ein bisschen weiter weg bin oder ein bisschen näher drauf bin, leid's einfach da drauf, weil ich ja wieder mit meinem Standmikro aufnehme. Level 9. Ein Raupi, okay. Das liebste werde ich mir jetzt in den Spielstand claimen und werde einfach so hart trainieren, Alter. Aber ich muss nur im Snowblind wieder schicken. Also im Matthias. Oh, Volltreffer. Endlich machen wir zu sinnvoller Zeit Volltreffer. Jetzt haben wir Zeit geworden. Aber auf. Geh mal durch. Machen wir uns ein Arme oder so, keine Ahnung. Wir sind jetzt knapp bei 12 Minuten. Aber wisst ihr was? Ich gehe immer auf Nummer sicher. Ich gehe jetzt. Obwohl, warte mal. Ich gehe jetzt erst nach den Hof und holen wir dort Pokémon, wenn was Gescheites kommt. Und es ist ein Raupi. Ein männliches sogar, cool. Es ist immer gut. Hopp, Tackle Shiggy. Machen wir gleich noch mal Tackle und dann ist die Sache geritzt. Dann schmeiße ich ein Pokebällchen. Unser Tackle ist nämlich aber leer. Und zwar ist jetzt nicht Blubbein, weil das gegen Käfer-Pokémon ziemlich scheiße wirkt. Also ist so gut wie nicht effektiv, ne? Dankeschön, Spiel. Hör mal auf, Pokéball, los! Und ich muss sowieso noch mal zurück in die Aufwandstadt. Unser Werder hat was auf dem PC vergessen. Nee, ich muss nur ins, muss ja eh nur ins Pokémon Center. Wow, Raupi, toll. Nee, krieg ich jetzt kein, Spitznummer von mir. Wir müssen uns beeilen. Wir haben jetzt vielleicht noch 5 Minuten. Schnell, runter. Oh, das Pokémon-Trainer, Alter, der ist so schnell. Ich weiß nicht, ob er's geholt hat, aber ich glaub's nicht. Ich hab's nämlich nicht im Inventar gesehen. Und zwar folgendes. Es ist halt die Scheiße, wenn man mit dem Suchti zusammenspielt. Do, Kell, das hast du vergessen. Das haben wir nämlich schon PC. Ja, ja, ich bin halt so ein kleiner Hosselottel, Furzelabbe, keine Ahnung, was auch immer. Ich spiele die Spiele schon von Clay auf und das merken aber bestimmt da und verschiedene Sachen und ja. Also, ich gehe jetzt nochmal, tut mir leid, dass ich das jetzt mache, ich gehe jetzt schnell nur noch in die Aufwandstadt. Und zwar folgendes, ich gehe jetzt klein Nuff, ich gehe jetzt ja schon mal gucken, wie es ausschaut. Ob man dort drin jetzt schon die Rennstiefel kriegt. Die Rennschuhe. Wenn nicht, dann ist gut. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja, es hat so viel Sinn gemacht. Wenn nicht, dann ist gut. Wenn nicht, dann halt nicht. Komm, Flucht. Weg mit dir. Und dann will ich noch den Professor Eich froh, ob der überhaupt ein Paket für uns hat. Da wollte ich ja auch noch was noch hocken. Normalerweise glaube ich schon. Ich freue mich, dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Zeig ihn mir. In deinem Pokédex steht bla 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 bla. Bewertung, vorher so krass ein Pokémon. What the fuck? Was war denn das jetzt?
Ich bin Professor Aris Assistent, ich studiere mit ihm die Pokémon. Ja, schön für dich. Okay, war wohl doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ich weiß, Alter, in der Rubin, also das Remake ist nur Rubin und Saphir rausgekommen. Sprich, die Rennstiefel müssen wir eigentlich kriegen. Was hast du dazu zu sagen? Du solltest eine kurze Pause einlegen. Okay? Sehr gut. Du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich, jo, klar. Oder war das... Ah ne, ich krieg, glaube ich, von dem anderen Paket und das muss ich jetzt dem Professor Einstein bringen. Leute, ich bin so durcheinander, ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gerührt. Naja, jetzt werden wir halt mit ein paar Fails konfrontiert, aber was soll das? Die Grundlage kenne ich noch. Und vor allen Dingen... ich weiß gar nicht, ist das in das Spiel schon involviert war? EV-Training? Valiant, Valium oder sowas? Irgendwie sowas, also Fleißpunkte? Gibt es die in dem Spiel schon? Ich weiß es nicht. Naja. Also Snowblind, falls du das Video siehst, ich habe halt viel rumgelümmelt, viel Erledigungen gemacht und du bist ja aber auch nicht weitergekommen. Also von daher, lass mal das hin. Was ich noch raushauen wollte, es wird Dienstags und Donnerstags bei mir Part kommen. Und Montags und, warum gehe ich da hin? Und Montags und Mittwochs bei Snowblind. Sprich, Montags lad er was hoch, Dienstags bin ich dran. Mittwochs lad er was hoch, Donnerstags, heute bin ich dran. Also, macht euch da okay große Gedanken über verschiedene Sachen. Wird alles Knorke ablaufen. Ja. Jo, der Herr läuft durchs Gras, obwohl man... Egal, es hat uns jetzt mal nichts. Ja, ist ja gut. Ich weiß gar nicht, der Name war da noch ein Pokéball. Ich lass mich jetzt einfach ablenken, ist doch mir egal. Nee, da war nix, aber da oben, oder? Irgendwo da oben in der Nähe war doch ein Pokébällchen, oder? Wenn man da so rüberläuft. Jawohl, ich hab noch das Gespür. Hornlio. Soll ich mal in dem Gebiet ein paar Dinger suchen? Ich weiß es gar nicht. Trainingsparts versuche ich nur bei mir hochzuladen, ne? Also falls Snowblind, also ich tue das mit ihm abklären und dann sage ich, ey Junge, Trainingspart bei mir halt da. Und so, ne? Und ich muss halt gucken, dass ich mein Headset, mein Mikro bisschen anders umstelle, weil irgendwie soll ich jetzt... Nee, komm. Ich hole mir, müssen uns was anderes holen. Was ganz anderes. Und zwar müssen wir von uns, wir haben jetzt Dings, Shiggy, aber es wäre empfehlenswert, sich Nidoran oder Nidorina zu holen. Irgendwie sowas. Also Nidoran, weiblich und männlich. Irgendeins von den zwei zu holen, weil die können im späteren Entwicklungsstadium Doppelkick lernen, wenn sie sich schon vom Arenaleiter entwickeln. Kennen wir, haben wir so eine Zweitoption, sag ich jetzt mal. Also von daher, ne? Wisst ihr Bescheid? Oh Gott, ich bin über der Zeit. Egal, ich will noch, Kämpfchen machen, hopp. Aber ich will das jetzt nicht zum Stunde-Part ausarten lassen, ne? Ne, nicht das, ne, Männer. Ey, Kell. Was guckst du denn so von aus, ne? Würde ich gern kämpfen, oder? Komm her! Hey, ein Pokémon-Trainer! Stiehlt sich, nicht so einfach davon, ja. Ja, Käfersammler. Ba-ba-ba. Schickt, oh Gott, Hornlio. Komm mal auf. Blubbe! Setz ich halt mal Blubber in der Menasin, das bringt nicht so viel. Ach doch, es bringt doch ein bisschen was. Eieiei. Kell! Wo hast du nur deinen Gedanken gelassen? No, dann kämpfst du durch, aber der Part beende. Aber Sinas hat jetzt nicht mehr so viel Schade gemacht wie am Anfang. Gott sei Dank tut unser Shiggy sich aber nicht vergiftet. Und ich werde dich ausrasten. Naja, eigentlich nicht ausrasten, aber ich wäre traurig.
Kerl ist doch gut, sag mal. So, so muss es sauber. Oh, perfekt, sauber die Hochschnitt, Level C. Panzerschutz erlernt, sauber die Hochschnitt. Panzerschutz ist sehr gut. Mach mal Ammo und dann nutze ich unser Verteidigung erhöhe. Eieiei. Schicki muss viel instecken, armer Kerl. Giftstachel. Ich sieh's hier. Ja, ich hab's doch gewusst. Ich wollte gerade sagen, ich sieh's noch kommen, dass er uns, dass er sich vergiftet. Beutel, ne, ich tun jetzt nicht heile. Ich hab uns doch schickes Raubi geholt. Das kann auch ein bisschen was ausstellen, ne? Hopp auf! Es liebt mir dich gerade vorspule, Leute! Kokuna! Na komm, los, ich stände drin. Kokuna, Kokuna, Kokuna. Ach, nee. Pferdner, das tut nur die Verteidigung erhöhen, aber Shigikon Blubber, das ist Spezialangriff, oder? Muss ich mal gucken, warte mal ganz kurz. Blubber ist... Was ist denn jetzt Blubber? Blubber ist, glaube ich, Spezialangriff basierend. Jetzt kriegen wir erstmal Schade. Der tut sich erstmal Härte. Und jetzt macht's bei uns. Blablabla. Wie viel Schade machen wir dann? Oh, wir kriegen 3 abgezogen. So muss es. Nochmal 3, oder? Jetzt sind wir bei 5. Ob das schaffen wir? Das war jetzt kein Volltreffer, Kerl. Sauber. Oh, Volltreffer. Genau, so muss das hin. Irgendwie kommt mir das Spiel ziemlich laut vor. Das ist ja auch nicht. Na, egal. So. Das werden wir geschafft haben. Und Snowblind, du musst wahrscheinlich nochmal zurückgehen. Ja. Unser Shiki ist nämlich schon verratze. Muss ich nochmal auf Heile gehen. Ich würde es aber mal sagen, falls es euch gefallen hat, lasse ein Däumchen da für neue Zuschauer, lasse ein Abo da, teilt, lasse konstruktive Kritik da, was euch gefallen hat und was nicht, und teilt das Video auf Facebook, Twitter oder zeigt es euren Freunde. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mal auf Facebook ein Like da lassen oder könnt ihr auf Twitter auch Follow da lassen. Links sind in der Videobeschreibung. Und ihr könnt bei Snowblind vorbei, Google, Link ist eine Videobeschreibung. In dem Sinne würde ich sagen, bleibt flügig und Servus.